Ja, moin, Luke hier. Das ist eine Streamaufnahme, deswegen die Begrüßung aus dem Off. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und schaut im Stream auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Mal gucken, wie man dahin kommt. Da rechts. Kommen wir dahin. Nicht von hier anscheinend. Nö. Also die Rückbesetzpunkte sind so komisch. Ja, hier, da ist ein Häuschen. Kommt man vielleicht irgendwo anders dann wieder raus? Von irgendwo anders. BB Stevo und. Wie sieht's aus? Muss man sich fürchten ab sofort auf den Straßen Deutschlands? Verrate ich euch später. Okay, das verrät mir jetzt aber schon, dass du keine schlechte Laune hast. Also hast du wahrscheinlich bestanden. Du bist durchgefallen. Bist du wirklich ehrlich? Oh, ist das ein Boss? Oh. Damn it. Nächstes Mal schaffst du es. Oh, das sieht mir aus wie ein Boss. Oh boy. Nach langer Zeit mal wieder. Beldram. Oh. Okay, wir können den nicht angreifen. Wir müssen ja einfach, glaube ich, die kleinen Jungs hier überstehen. Au! Ah! Okay. Ah! Komm her, Junge! Okay, geil. Ach. Nee. Aha, das ist ein kleiner, der alle dann killt. Okay. Oh boy, oh boy. Nein. Ach, ich hatte irgendeinen Debuff. Ich hatte wieder, war vergiftet oder so. Okay. Das sieht man immer so schlecht. Finde ich. Ein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein voller Gimmick-Boss ist, aber. Hm? Der hat doch aber bestimmt noch eine zweite Phase. Was war das gerade? Kreuzung, wo man die zweite Spur von rechts nehmen muss, wenn man rechts abbiegen will. Ja, wenn man das nicht weiß, ist natürlich kacke, aber dann hat dein Fahrlehrer dir anscheinend irgendwie nie gezeigt. Das ist halt auch dumm.
So, dann so eine typische Kreuzung, wo man halt abgefragt wird. Irgendwann mal, okay. Und hat das dann abgehakt, okay. Ja klar, bei sowas, wenn man es nicht unbedingt gewohnt ist oder ne, nicht viel Erfahrung hat und dann in so einer Prüfungssituation. Das ist natürlich doof. Und da ist der kleine Mann! Komm her! Jawohl! Jawohl. GG! Ich hab ein Achievement bekommen. Nice! Yes! Okay. Ja. Man kriegt aber wieder irgendwie nichts. Kann kein Menü öffnen. Oder kriegt man hier noch was? Ah, okay. Es geht noch weiter. Was ist denn dann auf der ganz rechten Spur in der Kreuzung? Ist das eine Buslinie oder was? Oder was macht man da? Ah, das zweite Siegelstück. Du bist zweimal durchgefallen, Naomi. Passiert. Abhaken. Nächstes Mal machst du es besser. Du verstehst, dass das alles seine Schuld ist, ja? Ist das nicht egal? Wiederhole diese Lüge so oft du willst. Ich bin immer in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Unterschätze mich nicht. Ich kann den Hass in dir spüren. Viele sind für seine Taten gestorben und jetzt versinkt Medram in Dunkelheit. Arme Vespa. Ja, viele sind wegen seiner Taten gestorben. Doch es scheint, dass Eric dich nicht von der Ehre befreit hat, die nächste Auserwählte zu sein. Der nächste Treibstoff. Ich tue das nicht aus Stolz. Nicht einmal aus Pflichtgefühl. Es ist die Schuld, die dein Herz antreibt. Der Schmerz macht dich blind. Du erkennst nicht, dass das Siegel nichts anderes als der größte Fehler unserer Zeit ist. Es ist ein Schutzschild. Und wer bist du, dass du den Fluss des Universums ändern kannst? Du wagst es, den Kreislauf in Frage zu stellen? Wir müssen tun, was wir können, um sie zu retten. Der Preis spielt keine Rolle. Du beschützt diejenigen, die es nicht verdient haben, die es nicht verdienen zu leben. Schwächlinge, die nicht in der Lage sind, sich der Dämmerung zu stellen. Ein Zeichen der Schwäche, das ist das Vermächtnis des Siegels, der Stalker, von ihm. Ich bin ihm nie begegnet, also kann ich es nicht wissen. Und doch lebst du unter seinem Schatten, so wie ich unter deinem lebe. Ein Schatten, der so schwer wiegt wie 1000 Leben. Du kannst deine Gefühle nicht verbergen, nicht vor mir. Du hasst ihn, aber du versuchst trotzdem, die Ehre deines Hauses wiederherzustellen. Ich suche nur die Kraft, meine Pflicht zu erfüllen. Du hast Angst zu versagen, genau wie er es tat. Die Sünden des Vaters werden zu den Sünden des Sohnes. Das ist in diesem Fall nicht anders. Für mich bleiben nur die Pflicht und der Tod. Es gibt einen anderen Weg. Ich weiß, du hast die Schönheit der Nacht gesehen. Wo dein Orden Zerstörung sieht, sehen wir Veränderung, eine verborgene Schönheit. Ich sehe auch die Schrecken, die sie anrichtet. Die Veränderung, von der du sprichst, führt zur Vernichtung der Vergessenheit. Vergessenheit? Ich werde immer mächtiger. Du kannst es spüren und du kannst nichts tun, um es zu verhindern. Die Nacht drückt näher. Ich weiß es, ich kann es spüren. Lehne Erics Erbe ab und nimm an, was du bist. Eine Tochter der Nacht. Lass uns frei sein. Genug, ich habe genug gehört. Wir werden sowohl die Nacht als auch den Tag beherrschen. Wir werden uns von ihrer Tyrannei befreien und selbst die Insomnus werden kommen und unseren Namen flüstern. Wir sind ein lebendes Wunder, ein Wesen der Anmut, das diese Welt noch nie gesehen hat. Genug, sage ich. Ich bin ein Stalker und mein Schicksal ist mit den Blackbones verbunden. Auch wenn ich ihn hasse, bin ich trotzdem Erics Tochter. Bald werde ich weder dich noch die Stalker brauchen. Du bist schwach. Wie der Vater, so die Tochter. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie so sehr, sehr viel Gelaber um irgendwie nichts. Keiner, ich... Irgendwie springt es nicht so richtig über, dieses Ganze mit symbolische und Zeug, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich es aber auch. Ganz recht
biegt man rechts ab, das ist ja die Scheiße an der Kreuzung. Aber da geht's auf einen Parkplatz, den man von nirgendwo auf der Kreuzung sieht, weil der zugewachsen ist. Ah, auf dem Parkplatz. I see. Das ist natürlich doof. Okay, wo sind wir? Alinas Rest. Okay. Moment, wir sind gleich bei dir. Die Adepten. Verderber, Wanderer und die Unheiligen. Es ist dem Orden bekannt, dass Alinas Adepten nichts anderes als ein weiterer Nachtkult ist. Verrückt nach Visionen der Dunkelheit, die darauf warten, geläutert zu werden. Auch ich habe das einst geglaubt, denn ich hatte keinen Grund, an dem zu zweifeln, was man mir erzählt hatte. Aber durch eine Reihe unglücklicher Umstände wurde ich bei einer Jagd schwer verwundet und zurückgelassen. Da haben sie mich gefunden. Ihre seltsamen Riten, ihre Kleidung, all ihre Augenbinden. Zuerst war ich gezwungen, das alles abzulehnen. Doch sie sind geduldige Seelen und jetzt verstehe ich, dass sie die Nacht nicht mehr lieben als den Tag. Nicht mehr lieben als den Tag. Sie haben mir in meinen letzten Momenten Frieden geschenkt und möge diese Feder als Beweis für ihr rechtschaffenes Handeln dienen. Okay, hallo? Bist du ein weiterer Stalker, der umherwandert, um das verfluchte Siegel zu finden? Wenn du an der Wurzel unserer Probleme hängst, riskierst du, in Verzweiflung zu geraten. Das Siegel der Nacht, ein ebenso mächtiges wie anmaßendes Artefakt, das gegen die reine Essenz des Universums selbst kämpft. Die Stalker glauben in ihrer Arroganz, sie könnten einen immerwährenden Tag einführen und die Nacht für immer auslöschen. Wie töricht sie sind. Es gibt weder ein Artefakt noch eine Macht im Universum, die die Dunkelheit für immer verbannen könnte. Das wäre so, als würde man versuchen, das Sonnenlicht nur mit den eigenen Händen zu blockieren. So. Dein Lohn war drauf, konntest alles bezahlen und einkaufen. Ja, geil. Geilo. Ach so, Lohn immer Mitte des Monats, true. So ungewohnt. Da ist noch eine Feder. Ashdown-Anwesen. Okay. Weberin der Melodien. Alena empfing die Dunkelheit mit offenen Armen. In dem Moment, in dem die Sonne hinter dem Horizont verschwand, konnte sie endlich die Musik hören, ohne dass der Schleier des Lichts sie störte. Die Kraft und Schönheit der Musik ließ die Kraft der universellen Veränderung in ihr wachsen und verwandelte jede Faser ihres Körpers in etwas Neues. Für jemanden ohne ihre Gabe hätte dieser Moment die Verwandlung in eine weitere gewalttätige Kreatur des nächtlichen Schwarms bedeutet. Stattdessen tauchte die junge Alena aus einem formlosen Gemisch aus nächtlicher Verderbnis auf. Sie hatte zwar optische Ähnlichkeiten mit der Alena der Vergangenheit, aber die inneren Veränderungen waren viel drastischer. Was auch immer einst Alena gewesen war, war im Grunde neu geboren worden und so entstand die Herrin der Nacht. Okay. Gehalt bei Angestellten meist zwischen dem 22. und dem 27. Ende des Monats halt einfach. Also, ich habe von noch niemandem gehört, der so früh Gehalt gekriegt hat. Oh, geil, speichern. Und wir können auch traveln. Können uns noch einen Heal holen. 3 Tage vor Monatsende. Sind wir halt einfach weiter, ne? Mensch. Ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Wusste gar nicht, dass man Lohn dann irgendwie erst am 15. des Folgemonats kriegt. Weil es irgendwie ziemlich scheiße ist und unfair. So hat man ja 1,5 Monate kein Geld, wenn man einen neuen Job anfängt, wo man Lohn kriegt. 29.000. Oh ja, yeah. Wir brauchen 30.000! Really? Aber wir brauchen noch 1000, dann klatschen wir noch ein paar Monster um. Das ist alles echt so teuer, boah.
So, wo sind ihr Jungs? Hä? Wo seid ihr, Lappen? Ja. Okay. Ach nee, wir brauchen 1000. Ah, okay. Nicht 100. Ich bin auch blöd. Das könnte natürlich ein bisschen dauern. Nächsten Monat. Ein Monat vom Jobcenter muss das natürlich zurückzahlen. ALGE 1 durfte dann behalten, okay. Oh, okay. Absolut unfair. Für Leute, die Lohn kriegen. Die können wir nicht durch. Jetzt nicht farmen. Will ich das farmen? Nee. Arbeit ist unter Dreck. Liebe Grüße von der Poststelle. Wenn du Überstunden im April machst, krieg ich dir erst im Mai aus. Kriegst du erst im Mai Lohn ausgezahlt. Ja gut, das macht dann aber in dem Sinne Sinn, dass die halt erstmal dann kalkuliert werden müssen. Aber warum kriegst du generell einfach direkt Überstunden ausbezahlt? What the fuck? Ist ja voll geil. Kann ich... Okay, man kriegt immer nur Gesundheit für alle, ja. Ja gut, dann kaufen wir einfach mal alle. Arbeitern ist Standard. Was ist bei Arbeitern Standard? Machen wir es halt so. Man Cash kriegt? Dass die Überstunden ausbezahlt werden. Ja gut, wenn sowieso die Stunden, ne, wenn man sowieso Lohn auf Basis der gearbeiteten Stunden kriegt, macht das auch Sinn, ja. Die meisten kriegen ja noch nicht mal, Überstunden ausgezahlt, Angestellte kannst du dann, bei den meisten kannst du halt Überstunden, dann kannst du halt einmal freinehmen oder früher gehen oder so. Sehr viele Arbeitgeber sperren sich dagegen, Überstunden auszuzahlen. Okay, nehmen wir das Noctilium für die Waffen. Nee, ich will mehr Heals haben. Es ist... Oh, warte. Ah. Man muss immer hierhin zurückkommen. Okay, wenn man dann noch einen neuen Laborschlüssel kriegt. Okay. 50% auf eine Überstunde. Also du kriegst dann 150% des Geldes für eine Überstunde. Okay, oder was? What the fuck? Wie geil ist das denn bei dir? Kriegst du einfach so ausgezahlt? Kriegst sogar noch mehr Geld dafür? Perfekt, das sollte reichen. Jetzt werde ich die Formel endlich stabilisieren können. Stabilität ist eine seltene Anomalie in der Nacht. Veränderung ist eine Konstante der Natur. Aber wenn sie zu schnell eintritt, sterben bestimmte Arten aus. Wenn man sich nicht anpassen kann, ist alles verloren. Die Nacht ist ein universelles Mittel der Transformation und Veränderung. Eine Kraft, die der Schwerkraft ähnelt. Nicht böse, nicht traurig, nicht grausam. Und doch verwüstet sie uns alle gleichermaßen.
Der nächste Sprung muss erst noch kommen. Ich bezweifle zwar, dass er noch zu meinen Lebzeiten stattfinden wird, aber ich wäre sehr gespannt darauf mitzuerleben, wie sich ein Mensch weiterentwickelt und an die Nacht anpasst. Aber ich schweife ab. Ich habe deinem Schlüssel Zugang zu den Türen der zweiten Ebene gewährt. Das nächste Labor findest du in Velomare. Oh! In Velomare? Okay, wir hätten früher hier hingekommen sollen. Okay, dann porten wir uns dahin. Hier. Was war hier? Ach, war das war mit das nee. Ah doch, hier ist es. Ah, hier war's. Okay, wir waren halt nur, konnten wir nur noch nicht rein, weil wir den Schlüssel nicht hatten. Geil. Projekt Lazarus. Vertraulicher Bericht 321. Meister Zilax. Unklassifiziertes Subjekt. Eva Bennett. Verstorben. Subjekt S34. Edward Robertson. Stabil. Ich habe es getan. Mein Herz ist in 1000 Stücke zersprungen, aber ich habe es geschafft. Ich habe die Temperatur der Versuchsperson auf 50 Grad erhöht und ihren Körper durch eine drastische Vergrößerung ihrer Mitochondrien in einem funktionalen, aber komatösen Zustand gehalten, der ihr Potenzial vervielfacht, indem er die Wärme des Körpers an seine eigene Temperatur anpasst. In den meisten Fällen ist die Verwandlung unvermeidbar, aber eine frühzeitige Erkennung könnte den Prozess komplett aufhalten. Ich nenne diese fluoreszierende Substanz aufgrund ihrer grünen Farbe und ihres Glühens Plagum. Ich habe zudem festgestellt, dass sie tödliche und ätzende Auswirkungen auf grenzwertige oder vollständig mutierte Personen hat. Vielleicht kann es auch als Waffe eingesetzt werden. Anmerkung: Das alles verdanke ich dir, Eva. Du wirst im Lächeln eines jeden Kindes weiterleben, das wir dem Einfluss der Nacht entreißen. Okay? Die World of Warcraft spielt so. Warum? Oder warum wird. Was reizt dich daran? Vertraulicher Bericht 284. Die letzten Probanden haben Anzeichen einer Besserung gezeigt, indem sie ihre Flüssigkeitstemperatur auf 40 Grad erhöhten. Und einige haben in weniger extremen Fällen sogar ihre Sprachfähigkeit wieder erlangt. Leider hat das Fieber sie alle getötet. World of Warcraft Classic Hardcore Server wollen die machen. Okay. Kein Kommentar. Viel Spaß. Ich weiß, dass ich sehr nah dran bin, die Temperatur noch weiter zu erhöhen, würde die Gesundheit der Versuchspersonen ernsthaft gefährden, aber ich sehe keine Alternative. Anmerkung: Eva zeigt deutliche Anzeichen einer Mutation. Sie kann kaum sprechen und ihre Augen sehen aus wie zwei tiefe schwarze Brunnen. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich ihr meine neue Version des Mittels verabreichen. Ich verspreche dir, Eva, eines Nachts, bald schon, werden wir wieder zusammensitzen und in die Sterne schauen. Aha. Gehen wir direkt zu dem Jungen hin, geben ihm das. Ja, Spiel, hallo? Ich hab doch jetzt was bekommen. Den dritten Schlüssel. Ah, wir haben ihn bekommen, wurde noch nicht angezeigt. Goldene Wiesenlaborzugang. Oh, können wir auch direkt hin. Okay. Ah, noch eine Schlüsselkomponente. Wunderbar, wir sind fast an der Ziellinie. Das Volk von Medram wird uns sehr dankbar sein. Fortschritte in diesen Bereichen sind immer so aufregend, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht den Kopf über diese neu gewonnene Macht zerbrechen. Ich lebe dafür, den Menschen zu helfen und werde das auch weiterhin tun, aber wenn wir überleben wollen, müssen wir weiter vorankommen. Wir leben in anstrengenden Zeiten, es ist gut, den Menschen zu gedenken, die wir verloren haben, aber wir müssen unseren Blick auf den kommenden Sonnenaufgang richten. Freude kommt aus der Zukunft und kann nicht in der Vergangenheit überleben. Schließlich haben wir alle schon geliebte Menschen verloren, nicht wahr? Vergiss, was ich gesagt habe. Das Alter neigt dazu, einen Mann zum Schwafeln zu bringen. Hier, ich habe deinem Schlüssel Zugang zu den Türen der Ebene 3 gewährt. Finde bitte das letzte Labor in Golden Meadows. Also, Golden. Was? Nein. Okay. Goldene Wiesen. Aha.
lesen. Projekt Lazarus, vertraulicher Bericht Nummer 156 oder was? Meister Zilax. Es scheint, dass der Mutationsprozess von einem zunehmend intensiven und anhaltenden Einfluss der Nacht herrührt. Zurzeit können wir nicht sagen, was die Mutation auslöst, abgesehen von übermäßigem Kontakt mit dunkler Energie. Die Stalker sind dank ihrer quasi esoterischen Ausbildung extrem widerstandsfähig gegen diesen Einfluss und benötigen viel mehr Kontakt, bevor die Mutation in ihnen ausgelöst wird. Sie bezeichnen die Mutation als die Schwelle. Wir haben Lawrence Wagner um einen größeren Pool an Testpersonen gebeten. Angesichts der Zahl der Insassen in Barclay glaube ich, dass wir für lange Zeit versorgt sein werden. Wir haben bei Lawrence Wagner einen noch größeren Pool an Versuchspersonen angefordert. Angesichts der Zahl des... Okay. Anmerkung. Dr. Jane wirkte heute entmutigter als sonst. Es ist möglich, dass einer oder mehrere ihrer engsten Verwandten betroffen sind. Bericht Nummer 243. Bericht über die Probanden, die dem Präparat nach Beginn der Mutation ausgesetzt waren. Emily Grant, verstorben, okay, 50 Millionen Leute. Das Präparat greift die veränderten Zellen aggressiv an. Personen im fortgeschrittenen Stadium der Mutation sterben aufgrund der heftigen Reaktion des Körpers. Wenn wir einen Körper nur in einem halbkomatösen Zustand erhalten könnten. Anmerkung, ruhen Sie in Frieden, Doktor. Okay. Amalgam der Vergerbnis. Geilo. Gehen wir nochmal zu dem Doktor zurück, zu dem Plague-Doktor. Ich mag ja diese Vogelmasken. Wie heißen die? Vogelmasken, ne? Ich feiere das immer, wenn das in Spielen benutzt wird. Die sind creepy. Ja, genau deswegen sind die ja geil. Genau deswegen. Wisst ihr auch, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber wisst ihr auch, warum die früher diese Masken, die Ärzte diese Masken hatten? Weil die früher dachten, dass die Pest über Geruch übertragen wurde und in den Schnäbeln sind halt irgendwelche Gewürze und Gerüche drin oder Blumen und so ein Shit. Haben die halt gedacht, dass sie sich so nicht anstecken. Deswegen gibt's die. Okay, was haben wir bekommen? Nichts. Was habe ich bekommen? Hä? Ist das jetzt komplett verbuggt gewesen? Ja, ich habe irgendwie nichts bekommen. Geil. Toll. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwas gesoftlockt habe oder so. Vielleicht war es auch eine Waffe oder so. Muss ich gleich nochmal gucken. Unglaublich, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich stehe jetzt in deiner Schuld und ich vermute, dass ich nicht der Einzige bin. Du hast den Menschen in Medram große Hoffnung gegeben, Vespa. Nun rückt die wahre Nacht näher. Wenn hier alles zu Ende geht, wie möchtest du deine letzten Momente verbringen? Irgendetwas sagt mir, dass du nicht daran gewöhnt bist, zu tun, was du willst. Wirst du deine Zeit mit deinen Liebsten verbringen? Wirst du in den Kampf ziehen, um dein Volk zu verteidigen? Oder lächelst du der Nacht zu und lässt dich von ihr tragen? Was mich betrifft, so würde ich meine alten Knochen gerne einmal auf einer Bank ausruhen. Das ist eigentlich alles, was ich will. Okay, haben wir irgendwas anderes gekriegt? Kein Schlüssel? Irgendeine Waffe bekommen? Nö. Nö. Ein Mondstein auch nicht. Ein Anzug, ah. Bomben plus, wir haben zwei Bomben mehr, okay. Nee. Voll scheiße. Na gut. Beijan. Okay. Oh. Das war... Hunt the Night für heute.